2021 hatte ich einen Auftrag über einen Zeitraum von über 9 Monaten von einem sehr namhaften SAP-Systemhaus-Dienstleister, der so um den Dreh rum 100 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, damals schon, auch ein paar Tochterunternehmen noch. Eine Tochterunternehmen davon war spezialisiert auf das Thema CX und da hatte ich auch zumindest den Auftrag, hier eine gewisse Anzahl von Leads zu machen. Insgesamt waren das um die 60, ich glaube es waren 67 Leads insgesamt, die wir generiert haben bei Kleinmarketing, speziell für den Bereich Customer Experience innerhalb des SAP-Umfelds. Und dort war es häufig so, dass die Kunden, die wir dann letztendlich, ich zeige euch gleich mal den konkreten Prozess, den wir damals gemacht haben, zeige ich euch gleich am Flipchart, war aber so, dass häufig die Kunden aus nicht unbedingt ausschließlich nur aus der SAP-Welt waren. Das heißt, wir mussten dort auch erstmal klassifizieren die Kunden. Okay, hatten die schon SAP im Einsatz? Wie affin waren die gegenüber der SAP-Welt? Weil mein Kunde damals, dieses SAP-Systemhaus und deren Töchtergesellschaften, hatten prinzipiell sich einzig und allein auf das komplette SAP-Portfolio fokussiert und konzentriert zu 100%. Das heißt, wenn die irgendwas anderes, Shopware oder Salesforce oder HubSpot oder irgendwas anderes in Betracht gezogen haben, konnten wir hier nicht per Definition nicht weiterhelfen, weil es einfach nicht Teil des Portfolios meines Kunden, also dieses Systemhauses damals war. Also hier nochmal ganz kurz zum Verständnis. Wie war damals der Prozess aufgebaut? Also ich bin natürlich erstmal rein und so wie es du auch für den Kunden machen solltest, so heißt es natürlich auch bei meinen Kunden. Das heißt, hier habe ich ja halt gerade eben gezeigt, ist und soll. In unserer vorigen Lektion habe ich ja nochmal gesagt, wie simpel letztendlich Verkaufen geht, indem wir einfach die Ist-Situation eruieren, die Soll-Situation analysieren und dann eben diese eine Frage stellen, warum sind wir noch nicht in der Soll-Situation? Und die Antwort auf diese Frage ist dann der sogenannte Kittelbrennfaktor, ja. Und wenn wir den beseitigen, dann geht es eben ab. Und dann haben wir letztendlich auch gleichzeitig eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit und auch letztendlich den Abschluss. Ja. Und wie, genauso wie ich es eben auch vorhin in dem Video schon gesagt habe, wie ich eben meine Kunden empfehle, wie sie arbeiten sollen, so arbeite ich natürlich auch mit meinen Kunden. Und damals war es eben auch so, erstmal habe ich mir die Ist-Situation meines Kunden angeschaut, wie konkret ist der Prozess, der war schon sehr, sehr gut, also es war eine sehr, sehr gute Firma, sehr erfolgreich, äußerst erfolgreich und es war aber letztendlich noch ein bisschen, sagen wir mal, so hier und da noch ein Schräubchen zu optimieren. Und jetzt sage ich euch mal ganz kurz, wie der generelle Prozess da eben war. Das heißt, hier ging es eben los mit dem sogenannten Erstkontakt. Also ich kürze es mal ab mit E. Und hier ist die Pipeline, der Timeframe von der Pipeline. Ja? Also hier wollen wir dann sozusagen den Abschluss A. Ja? Ich kürze es einfach mal so ab, weil das Whiteboard ist nicht so besonders groß. Wie ging es also hier im Erstkontakt zu? Der Erstkontakt ist durch unterschiedliche Leadquellen, sogenannte Leadquellen, entstanden. Also Leadquellen waren hier zum Beispiel, ich schreibe es hier unten hin, waren Kooperationen. Ja, ich zum Beispiel war eine dieser Kooperationen, ja, mit unserer operativen Vertriebsunterstützung, dass wir zum Beispiel Kaltakquise machen. Dann gab es diverse Webinarreihen. Ja, da gibt es ja letztendlich auch unterschiedliche Kooperationen, wo man sozusagen Webinarpartner werden kann und so weiter, wo man dann Co-Autor ist und so weiter. Es gab dort ein Konglomerat an Webinare. Ich würde es einfach mal mit Webinare zusammenfassen. Dann gab es noch was anderes, da gab es ja nochmal so unterschiedliche Partnerschaften von bestimmten, ja, so Magazine, so Zeitschriften und all sowas, ja, wo man letztendlich dann seine Ad platzieren konnte und einfach dort einen Download sozusagen angeboten hat. Also ich bezeichne das jetzt mal, sagen wir mal, als Zeitschriften, Online-Zeitschriften,
ja, ich kürze es mal ab, und Magazine, also Fachmagazine logischerweise und so weiter. Ne? Dann gab es noch hin und wieder, nicht zu stark, aber hin und wieder gab es dann auch eine bezahlte Werbeanzeige, und das war dann in der Regel LinkedIn, also da waren sie auch schon gut dabei. Also ich kürze es immer einfach mit LinkedIn Ads ab, und ich glaube Google Ads gab es auch. Ja, also die Lead-Menge waren sie schon ganz gut dabei mit der Lead-Menge. Ja. Wir hatten uns ja von dem Komplett-Portfolio, man kann sich das so vorstellen, das ist ein großes SAP-Systemhaus, die wiederum unterschiedliche Tochtergesellschaften haben, die sich wiederum auf unterschiedliche Teilportfolios des Komplett-Portfolios von SAP, das ja mittlerweile sehr, sehr stark angewachsen ist, ja. So auch die Konkurrenzprodukte zu SAP, also von Oracle, die haben ja mittlerweile auch von A bis Z bieten ja alles an. Adobe bieten ja auch von A bis Z alles an. Salesforce bietet auch von A bis Z alles an. Ja, auch Salesforce hat sogar mittlerweile ein ERP-System. Genauso Microsoft, Navision, ja, auch die haben mittlerweile einen E-Shop und wirklich bieten alles an. Ja. Und alle anderen Mitbewerber, jetzt habe ich schon mal die 4, 5 größten aufgezählt. Und so im Enterprise-Segment werden die meistens miteinander verglichen. Ja. Und da gibt es noch ein paar mehr. Okay, also wir haben jetzt hier kommen die Lead-Quellen rein. Okay, dann ist es ja so, dass wir sozusagen diese Leads erstmal Qualifikation betreiben müssen. Also hier Qualifizierung. Und diese Qualifizierung findet über Inside Sales statt. Ja, das haben auch wir teilweise übernommen. Einfach hier haben wir einfach ausgeholfen. Und in diesen Inside Sales Calls, das sind letztendlich, man könnte sagen, etwas wärmere Kaltakquise-Gespräche, ja, weil man halt irgendwo vielleicht schon mal was runtergeladen hat und jetzt den Namen dieser Firma, den ich jetzt hier nicht aussprechen werde, aus Grund von Datenschutzregeln und auch Rücksicht, ja. Und obwohl es eigentlich verjährt ist, könnte ich es eigentlich aussprechen, aber ich tue es nicht, weil es ist ja auch nicht nötig, ne? Es ist einfach ein namhaftes Systemhaus gewesen. Davon gibt es ja einige. Und in Bayern und Baden-Württemberg. Und jetzt bin ich leicht abgeschweift. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hallo, Mr. Thomas Klein. Genau, also theoretisch sind das warme Leads alles gewesen. In der Praxis, gleich mal dazu gesagt, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte konnten sich an irgendeinen Download nicht erinnern. Das war teilweise sogar ein bisschen dubios. Wir haben dann letztendlich diese Leads nachtelefoniert und da hieß es, ich habe mir überhaupt nichts runtergeladen. Entschuldigen Sie, ich weiß von nichts und so weiter. Und das ist natürlich dann mal ein bisschen fragwürdig, wenn man natürlich zum Beispiel Leadquellen, zum Beispiel so von hier von Magazinen und Zeitschriften und so ein Kram, ja, wo man dann nicht wirklich nachvollziehen kann, wie ist denn dieses Lead zustande gekommen. Also hier mal gleich ein Insider. Wenn du so Kooperationen hast mit so anderen Plattformen, also quasi andere Webseiten, wo du dann sozusagen dein PDF platzierst, also du letztendlich nicht die Datenhoheit hast, ja, über die Webseite, wo dein sogenanntes Freebie, ja, also wo du letztendlich dein PDF zum Download zur Verfügung stellst, dann ist es mit dem Tracking unfassbar schwierig, weil die teilweise die Tracking-Daten nicht rausgeben wollen, können, dürfen, you name it, whatever. Ja. Kannst gerne nochmal irgendwie einen Datenschutzbeauftragten nochmal befragen und nochmal was bezahlen, ja, dass das dann irgendwie geklärt ist. Also das ist halt schon in der heutigen Zeit, besonders hier mit diesen sehr harten Datenschutzregeln in Deutschland, echt schwierig teilweise. Und manchmal möchten die auch irgendwie die Daten gar nicht so richtig rausgeben. Und dann wird es halt wirklich schwer, weil du kriegst dann halt so mediocre bis schlecht, mehr schlecht als recht, Lead-Qualität und bezahlst dann ja auch ein paar Euro und kannst dann nicht so richtig nachvollziehen, ja, warum ist die Lead-Qualität so schlecht? Du kannst nicht wirklich Schräubchen irgendwie verbessern und so weiter. Also das sind halt immer so Konstellationen, die sind so ein bisschen suboptimal. Und da war dann auch meine Empfehlung letztendlich, man hat das dann ein Jahr lang laufen lassen
Und meine Empfehlung war letztendlich, also das Budget, wenn es auch nur ein paar tausend Euro waren, dann doch eher in sowas zu stecken wie LinkedIn Ads, weil man dort eben einfach genau nachmessen kann, okay, diese Leads, die passen nicht so, ja gut, dann schalten wir halt das ab. Ja, und diese Leads sind ein bisschen qualitativ besser, ja, dann lassen wir halt das laufen. Ja. Und wenn ich diese Datengrundlage nicht habe, dann wird es halt wirklich schwierig mit Werbemaßnahmen online, weil dann kann ich ebenso gut auch wieder in Print gehen, ja, wo ich ja eben auch diese Messbarkeit nie hatte damals. Ja. Also ich habe das Print noch sehr stark miterlebt. Ja. Und in dem Sinne habe ich da schon mal einiges zu meinem Besten gegeben. Das Zweite war, dass wir jetzt endlich dann einige davon dann doch qualifizieren konnten, hier in unserem Inside Sales Team. Und dann ging es eben hier weiter in den sogenannten, wie hatten wir es jetzt damals nochmal genannt? Ja, intern halt Quali-Call, Analysegespräch, irgendwie ist schon wieder 2 Jahre her, sorry, ich weiß es nicht mehr, ich nenne es jetzt einfach mal den Teams-Call. Okay, so, wir hatten also hier dann die Telefonakquise hier reingeschaltet im Inside Sales Team und dann sind wir hier weiter in den Teams-Call und da war ich dann auch mit dabei, ja, und habe dort letztendlich auch gleichzeitig Feedback geben können und bin so als Sparringspartner da auch mal mit dabei gesessen, habe die einmoderiert, na, die Termine und fleißig weiter Notizen gemacht und so weiter, um einfach auch erst First-Hand Erfahrungen zu sammeln. Wir machen das mal so ganz gern bei Klein Marketing, dass wir mindestens 1-2 Calls noch mit im Termin sind. Also wir geben ungern einfach Leads irgendwie so weiter und dann tschüss und dann passiert irgendwas damit. Weil wir schon häufig die Erfahrung gemacht haben, dass dann die Leads irgendwie nicht richtig weiterqualifiziert werden. Und wenn wir da nicht mit dabei sind in den Calls, können wir da auch kein Feedback dazu geben und infolgedessen auch nicht wirklich unseren Job machen, indem wir einfach Vertriebsprozesse optimieren und einfach auch da halt beratend und optimierend unterstützen können. Ne? Wenn wir in den Calls nicht dabei sind, können wir auch kein Feedback geben. Ne? Und die werden ja auch in der Regel, diese Calls werden ja nicht aufgezeichnet oder sowas. Ja? Im B2B ist dieses ganze Call aufzeichnen, das ist was völlig anderes, als wie in dieser Coaching-Bubble, wo ja irgendwie alles einfach aufgezeichnet wird. Ja. Und von daher ist es dann schon ganz wichtig, dass man da drin sitzt, sich fleißig Notizen macht, ja, und damit man dann letztendlich auch dort sagen kann, okay, dieses eine oder das andere ist halt vielleicht noch zu verbessern, ja, aber wir haben halt irgendwie schon 100.000 Calls gemacht und vielleicht sieht halt auch ein Externer, und das ist ja auch unsere Daseinsberechtigung, ein paar Dinge, wo man einfach intern schon betriebsblind ist, weil man einfach gewisse Dinge immer so gemacht hat schon, aber nicht vielleicht bemerkt, dass man sich sozusagen der Probleme gar nicht bewusst sind oder die Fehler, die man da halt vielleicht macht. Und das eine war halt das, dass man hier reingegangen ist in den Call, also quasi in den Teams-Call, ja, und also hier saß sozusagen Kunde 1, Entscheider 1, Entscheider 2. Ja, hier saß der Inside Sales, na, und hier saß ich. Und zu Beginn wurde halt dieser Call immer noch so durchgeführt, dass man seine Standardpräsentation vorführt. Na, dann kurze Q&A. Also, kurze Vorstellung. Also das ist jetzt endlich sozusagen dieser Standardprozess gewesen, dieses Teams Calls, also Quali-Call, ja? Setter-Call kann man auch sagen im Coaching-Bereich, Setter-Call, ja? Also hier, Setter-Call, damit es auch jeder von der Coaching-Bubble auch versteht, was das ist, okay. Und hier ist man dann drin gewesen, ne? Und dann ging es eben genau in dieser Reihenfolge. Also erstmal Vorstellungsrunde, erstens Vorstellungsrunde. Das hat dann manchmal schon so 5 oder 10 Minuten gedauert, ne? Wenn ein paar mehr Leute drin waren häufig, ne? Was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man gleich ein paar mehr Entscheider in einen Call reinbringt, weil dann spart man sich eine Menge Zeit und eine Menge Turnarounds, dann nochmal ein Call, nochmal ein Call, nochmal ein Call, ja. Idealerweise hat man gleich 2, 3 mehr Leute drin. Und das haben wir dann auch versucht, so ein bisschen zu verkürzen, ja. Also, dass man sagt, okay, wir
Also ursprünglich war es so, so ging es schon mal los. Die Vorstellungsrunde hat immer mit dem Inside Sales meines Kunden, also letztendlich der Inside Sales, der Sales, also der Vertriebler hat immer die Vorstellungsrunde begonnen. Das heißt, er hat sich als erstes vorgestellt. Das haben wir dann geändert. Wir haben dann gesagt, okay, lass immer den Kunden sich zuerst vorstellen. Ja, immer den Kunden sich zuerst vorstellen. Weil dann am Ende der so mit sich selbst beschäftigt war letztendlich und das ist ja auch das Allerwichtigste, dass er sich uns vorstellt. Na, wir wollen ja weiterhin den Kunden, wir sind ja noch im Vertriebsprozess, wollen den Kunden, weil die Ist-Situation begreifen und damit auch den Kunden kennen und besser kennenlernen, ganz entscheidend für uns. Ja, jetzt sozusagen die jetzt groß uns zu präsentieren als einer von zigtausend Vertrieblern, also ich bin jetzt erstmal unwichtig als Vertriebler. Das heißt, du Kunde, bitte stell du dich erstmal ausführlich vor. Und dann ist es häufig so gewesen, dass ich als Vertriebler aufgrund der ausführlichen Vorstellungen häufig von den Kundenseiten, ich dann vielleicht mit zwei Sätzen dann auch durch war mit meiner Vorstellung. Ja? Und genauso hatten wir dann schon wieder ein bisschen Zeit optimiert, ein bisschen Zeit rausgeholt und auch nicht lange irgendwie groß was erzählt, was so völlig unwichtig ist. Ja? Also hier groß erzählt, wann habe ich angefangen und was weiß ich alles. Ja? Also einfach die Vorstellungsrunde, die doch wichtig ist, ja? Aber erstmal schon die Zeit zu reduzieren, die Gesprächszeit zu reduzieren des Vertrieblers. Dann das zweite war, da war sozusagen die Vorstellung. Also erstmal, das war so standardgemäß der Prozess, der Vertriebler hat die Präsentation rausgeholt, eine Standardpräsi, Standard. Naja, das übliche Standardpräsi, ne? Die Firma, wann ist sie gegründet worden? Vor 20 Jahren und von ganz Anfang an mit dabei. SAP-Systemhaus, dies und das und jenes. Und dann ein Slide mit irgendwie 27 Logos drauf. Und wo haben wir schon überall gearbeitet? Und tralala und tralala und tralala. Und das dauert dann manchmal solche, also die Erst-Calls, also diese Setter-Calls im B2B, sind meistens 45 Minuten bis eine Stunde mit ein bisschen Puffer. Also mehr wie eine Stunde kriegst du in der Regel für den ersten Call nie. Ja, manchmal sogar noch weniger. Und dann ist die da manchmal schon so 20, 30 Minuten mit dieser Präsentation irgendwie beschäftigt gewesen. Ja, waren also Damen und Herren da in diesem Teams-Call, in dem Insights-Call. Und das ist so richtig traditionell. Und das ist grundsätzlich okay, aber kann man besser machen, indem man letztendlich, ich mache jetzt mal, wie sie es gehabt haben. Und dann in dem dritten Ding, also als dritten Punkt war die Q&A, okay? Also, Fragen und Antworten. Also nach dieser Präsi, dann gab es die Antworten. Okay, gibt es dazu noch Fragen und so weiter. Und das war es mehr oder weniger. Okay, und dann gab es vielleicht auch mal eine Frage an den Kunden noch oder so. Gibt es dazu noch Fragen oder und so weiter. Und dann waren wir schon irgendwie bei Minute, keine Ahnung, bei Minute 20 bis 30. Also mehr oder weniger die Hälfte von unserer wertvollen Zeit, die wir dort erarbeitet haben, im Zuge des Inside Sales, Telefonakquise, hier teuer Leads eingekauft, in allen möglichen Quellen und so weiter und so weiter. Dann sind wir endlich in diesem Teams Call und dann verbringen wir mehr oder weniger inklusive Vorstellung und unserer Standardpräsi, unseres Unternehmens und was wir alles gemacht haben und ganz toll und tralala, ja, verbringen wir ungefähr die Hälfte unserer erarbeiteten Zeit, die wir eigentlich dazu nutzen wollten, um den Kunden noch besser kennenzulernen. Wir erinnern uns, Ist-Situation, die Grundvoraussetzung, um einen Abschluss zu erreichen, um also einen Kunden zu gewinnen, einen Neukunden, ist, den Kunden möglichst gut zu verstehen, die Ist-Situation zu verstehen, die Soll-Situation und dann die Frage zu stellen, warum bist du da noch nicht? Der Grund dafür ist der Kittelbrennfaktor, nochmal zur Wiederholung. Ja? Also hier auch nochmal. Ja, das Video unbedingt nochmal anschauen. Ist, soll, warum noch nicht auf soll, Eruierung des Kittelbrennfaktor. Okay? Und ich habe dann im Zuge meiner Beratungstätigkeit haben wir das Ganze geschiftet. Und am Ende haben wir eine viel, viel optimiertere Setter-Call-Runde dann aufgesetzt und es lief wie geschnittenes Brot. Ja, also wir haben teilweise 3, 4 dieser Calls pro Tag. Ja, also der, ich glaube so nach 2, 3 Monaten war der, einer der Vertrieblerinnen, war eine Dame, die war irgendwie so leichter Burnout oder sowas, die war dann irgendwie 2 Wochen krank, weil es einfach zu viele Calls für sie waren.
Also Zitat, ich hatte in meinen 2 bis 3 Jahren davor, wo ich hier gearbeitet habe, nicht so viele Calls wie in den 2 Monaten, die mit dir jetzt, Thomas. Ja, also Zitat Ende. Ja. Also so arbeiten wir, na, zack, zack. Und wir haben das Ganze umgeändert. Und wie haben wir das Ganze umgeändert? Ich mache es mal mit einer anderen Farbe. Das mal mit der grünen Farbe hier. Wir haben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die Vorstellungsrunde verkürzt. Ja, wie ich es vorhin gerade schon erklärt habe. Zweitens, ich mache es ein bisschen schneller jetzt. Die Standardpresse haben wir komplett erstmal außen vor gelassen, sondern wir haben erstmal den Kunden reden lassen. Lassen Sie uns doch den Faden da nochmal aufnehmen, mein Standard-Lieblingsspruch, wo wir ihn haben bei unserem letzten Telefonat liegen lassen. Denn da waren wir ja schon so weit, dass wir den Bedarf finden. Ja, du erinnerst dich, unser letztes, vorletztes Video, vorletzte Lektion. Ja. Ich bräuchte so ein Ding, das man immer hier umblättern kann, irgendwie so ein topmodernes Teil. 100% des Vertriebs, wenn wir jetzt die 100% Kugel des Vertriebs anschauen, dann ist 10% Bedarfdeckung, 90% ist Bedarf finden, ins Bewusstsein rufen, emforcieren, größer machen und that's it, ja, genau. Größer machen und dann decken erst. Dann erst decken. Und das heißt, das ist Bedarfsfindung. Wir sind immer noch in der Bedarfsfindung. Ja? Wir lassen den Kunden reden und wir machen uns Notizen. Okay? Den einleitenden Satz, wie ich ihn gerade gesagt habe, und dann redet der Kunde. Und der Kunde redet dann, wenn er erstmal anfängt, von seinen ganzen Painpoints zu sprechen, dann hört er auch so schnell nicht mehr auf. Ja? Weil der ist ja glücklich, dass er jemanden hat, wo er sein Leid klagen kann. So ticken wir Menschen. Ja? Also du hast es häufig schon irgendwie in der Teeküche oder beim Kaffee holen oder irgendwie in deiner Firma, egal wo du gerade arbeitest, wenn du nicht im Homeoffice bist, hoffentlich nicht nur im Homeoffice. Ich rate dir einfach davon ab, rein nur Homeoffice zu machen die ganze Zeit. Dann wirst du immer irgendwelche Mitarbeiter finden, die dir ihr Leid klagen. Also wir Menschen lieben es, unser Leid zu klagen. Und das steckt in uns allen, ja? Weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das steckt eben da auch drin. Und dann erzählen die uns alles, was sie sozusagen an Schmerzpunkten haben. Und das ist unser Bedarf. Ja? Und jetzt müssen wir nur noch feststellen, warum sie diese Schmerzpunkte noch nicht gelöst haben. Also, den Bedarf zu finden, dieses Leid, wo uns geklagt wird, wo wir uns Notizen machen, das ist noch nicht der Kittelbrennfaktor. Das sind die Ist-Situationen. Jetzt herauszufinden, wo sie hinwollen, ist der zweite Punkt. Und dann herauszufinden, warum sie da noch nicht sind. Dann erst wissen wir den Kittelbrennfaktor. Also einfach nur die Fragen zu stellen und uns die Notizen zu machen, das reicht noch nicht. Wir müssen dann auch fragen, okay, wo wollt ihr denn hin? Okay, häufig ist es so, dass sie das selber noch nicht wissen. Und dann ist das schon Teil des Kittelbrennfaktors, weil sie zwar in der Bewusstseinsstufe angelangt sind, da angelangt sind, dass sie sagen, okay, wir wissen, wir müssen was machen, wissen aber noch nicht richtig, wo wir hinwollen überhaupt. Und dann sind wir mitten schon in der IT-Beratung drin. Ja? Und das geht mit einher, ne? IT-Beratung und Softwareentwicklung oder Lösungsfindung und dann Lösungsimplementierung. Ja? Ganz, ganz häufig ist es auch eine kombinierte Dienstleistung von meinen Kunden, von größeren Systemhäusern, dass die auch immer beides anbieten. Ja? Also hier diese Cycle, ne? Also die grüne Zone, ich kenne meine Probleme. Die orangene Zone, ja, ich kenne meine Probleme, die ich noch nicht verstehe, die ich noch nicht kann und nicht bewältigen kann. Und dann die rote Zone, das sind die Probleme, von denen ich noch gar nicht weiß, dass ich sie eigentlich habe. Ja? Und dann im dritten Schritt, wenn dann noch Zeit übrig ist, dann ist häufig nur noch, manchmal sind dann noch
Manchmal wird dann sogar die Zeit überschritten, ja, weil der Kunde so in Fahrt ist und genau das wollen wir. Und wenn wir sozusagen dann noch 5 oder 10 Minuten Zeit haben, dann reden wir. Dann kommt, wenn überhaupt, die Präsentationsphase. Sehr, sehr häufig wird die einfach komplett weggelassen. Also das heißt, die Präsentation, die PowerPoint-Slides, die kommen überhaupt gar nicht zum Einsatz im Idealfall. Warum? Weil ja nur der Kunde die ganze Zeit redet. Ja? Wir müssen so genau und so präzise und so tiefgehend wie nur irgendwie möglich verstehen, wo unser Kunde eben gerade steht und welche Painpoints er hat und welche Ziele und die Gründe, warum er an seine Ziele immer noch nicht angelangt ist. Das ist unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das ist wirklich, also wenn du nichts sonst angeschaut hast, nur diesen einen Sachverhalt verstehst, dann hast du schon 90% aller deiner Vertriebsprobleme gelöst. Ja? Und ja, das hat mir eben damals alles so eingeführt, so optimiert, und der Firma geht es nach wie vor blendend. Ich glaube, die haben mittlerweile, nochmal mindestens 30-40% vergrößert. Eine extrem stark wachsende Firma, Systemhaus, die geht es wirklich blendend. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Euer Thomas Klein wie immer, und lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen hoch. Und ansonsten auch gerne mit mir mal einen Strategie-Call buchen. Aber nach wie vor mache ich immer noch so ein Erstgespräch, so 30 Minuten. Egal, wo du gerade stehst, füll halt vorher noch die 10 Fragen möglichst genau aus, damit ich auch ungefähr einschätzen kann, ja, wie ich dir am besten weiterhelfen kann oder ob wir das überhaupt können. In der Regel können wir weiterhelfen. Und dann sehen wir uns eben in unserem Strategie-Call. Bis dahin, dein Thomas Klein.